Frau Präsidentin, meine sehr verehrten Damen und Herren, liebe Kolleginnen und Kollegen! Es war jetzt viel von den Staaten die Rede und von denen, die sie lenken. Ich will über die Menschen sprechen, die unter der Politik zu leiden haben. Als migrationspolitischer Sprecher meiner Fraktion darüber, dass jetzt mehr als die Hälfte der Bevölkerung das Land schon verlassen musste oder im Land versprengt ist. Stellen Sie sich bitte alle mal diese Dimension vor, alleine mal für Deutschland, wenn 40 Millionen unterwegs wären. Ich denke, das macht es deutlich, in welcher dramatischen Lage wir uns befinden. Was brauchen diese Menschen? Sie brauchen drei Dinge: Sicherheit, Versorgung und Perspektiven. Und wir sind da nur sehr unterschiedlich erfolgreich, diese Dinge zu gewährleisten und sicherzustellen. Das Erste ist Sicherheit. Wenn jemand flieht, dann ist es unsere erste Aufgabe, den Schutz und die Sicherheit zu gewähren. Und genau das steht auch in der EU-Türkei-Vereinbarung drin. Und genau das wird nicht erreicht, weil die Menschen vor den Zäunen und vor den Mauern stehen. Und lieber Herr Wadefuhl, Sie haben gesagt, es geht nicht ohne die UN, diese Sicherheit zu gewährleisten. Aber ich muss jetzt an die Außenpolitiker auch die Frage zurückgeben, ja, mit der UN scheint es auch nicht zu gehen. Und deswegen ist die Frage auch offen. Und ich glaube, wir müssen uns ihr neu stellen, wer wo welche Verantwortung übernehmen muss, damit diese Sicherheit auch künftig gewährleistet werden kann. Das Zweite ist die Versorgung. Hier muss ich mal ausdrücklich sagen, wir erinnern uns vielleicht alle noch 2015, als die Fluchtbewegung stark einsetzte, hat das Welternährungsprogramm Alarm geschlagen und gesagt, wir können die Menschen in den Flüchtlingscamps nicht ausreichend versorgen. Heute wissen wir, dass Deutschland der zweitgrößte Geber ist, was dieses Welternährungsprogramm angeht. Und wir müssen auch an dieser Stelle sagen, wir tun viel, die Regierung tut viel. Und wir dürfen nicht auch immer nur das Elend beschreiben, sondern wir müssen auch mal klar sagen, was getan wird seitens unserer Regierung, damit wir daraus auch die Kraft ziehen, noch mehr zu tun. Denn das ist sicherlich auch nötig. Dritter Punkt, Perspektiven. Ich war zuletzt auf Lesbos in einem Flüchtlingscamp. Niemand sollte unter solchen Bedingungen überhaupt und geschweige denn länger leben müssen. Und deswegen heißt Perspektive, dass man die Menschen rausnehmen muss. Und Herr Kollege Frey, wenn Sie sagen, wir hätten die Türkei-Vereinbarung erfüllt, dann bitte ich Sie auch, den Punkt 4 dieser Vereinbarung auch noch mal zu lesen. Dort steht drin, sobald die irreguläre Migration abnimmt, und das hat sie in den letzten zwei Jahren ja eindeutig getan, sobald die irreguläre Migration abnimmt, eröffnen wir humanitäre Aufnahmeprogramme auf freiwilliger Basis in Europa. Das hat nicht stattgefunden. Und auch in diesem Punkt müssen wir nachlegen, was wir an Resettlement zur Verfügung stellen in der Welt als Staatengemeinschaft international ist unbefriedigend. Das betrifft leider auch Deutschland. Das muss ich in dieser Deutlichkeit hier so sagen. Resettlement-Angebote müssen gestärkt werden. Der UNHCR ruft uns dazu mit aller Deutlichkeit auf. Ich will aber anschließend an die Debatte gestern auch noch mal sagen, Resettlement erfordert auch geordnete Verhältnisse. Die Chancen für Resettlement-Programme steigen, wenn es an den Grenzen geordnet zugeht. Und deswegen möchte ich an dieser Stelle die Kolleginnen und Kollegen von der Linken und von den Grünen ansprechen. Wenn es um Grenzsicherung geht, wenn es darum geht, dass das Innenministerium auf Farsi oder auf Arabisch twittert und über die Verhältnisse an den Grenzen informiert, dass sie dann nicht immer nur das als Abwehr skandalisieren, sondern als einen Beitrag auch zu diesen ordentlichen Verhältnissen. Es geht nicht, Ulla Jelpke, darum, erst das eine zu tun und dann das andere. Menschlichkeit und geordnete Verhältnisse, ein Handlungsprozess. Ein fähiger Staat, der für geordnete Verhältnisse an den Grenzen auch sorgt. Das muss zusammengehen, und es geht auch zusammen. Diese Ordnung schließt selbstverständlich ein, dass an diesen Grenzen auch niemand zu Schanden kommt. Wir haben gestern entsprechende Meldungen gehört. Die Menschenrechte müssen geachtet werden. Sie müssen angewendet werden. Aber es heißt eben auch, bei aller Verzweiflung, auch vor Grenzbeamten muss es Respekt geben. Es gibt Regeln, nach denen man Grenzen übertritt, und die sind zu jeder Zeit einzuhalten. Wir haben in diesem Konzert der Sicherheit
im Dreiklang Sicherheit, Versorgung, Perspektiven noch viel zu tun. Es wird auch noch Zeit brauchen. Solange müssen wir uns diplomatisch bemühen, wie das der Staatsminister eindrucksvoll beschrieben hat. Meine Hochachtung vor allen, die tätig sind. Wir werfen hier immer nur den Scheinwerfer, wenn wieder irgendwo eine dramatische Situation entsteht. In den Sälen dieser Welt, auf den Konferenzen wird Tag für Tag, Monat um Monat, teilweise Jahre um Jahre gerungen. Vielen Dank und alles Gute für diese wichtige Arbeit. Und jetzt sorgen wir dafür, dass diese humanitäre Hilfe nicht nur losgeschickt wird, sondern dass sie bei den Menschen auch ankommen kann. Vielen Dank.